Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario. Tjo, willst du sagen, wir kämpfen einfach mal da oben gegen die Kanonen? Mal einmal hier abwarten. Da schau mal einer an. Erstangriff erfolgreich. Oh, was, die haben keinen Schaden bekommen? Gibt's doch gar nicht. Haben die keinen Schaden vom Hammer? Hier haben wir übrigens unseren Schlag Plus Orden. Erhöht Marios Hammerangriffskraft um 2. Ach, das ist eine Fähigkeit. Dann ist der Orden gar nicht mal so gut. Ah, ich habe gedacht, mein Hammer würde jetzt dauerhaft 2 mehr Schaden machen, aber man muss das anscheinend boosten. Das ist wahrscheinlich so eine Boost-Attacke. Och, dann ist das gar nicht mal so cool. Nö, das ist ja langweilig. Das heißt, mein nächster Angriff wird jetzt ein bisschen stärker nur. Naja, wusste ich nicht. Können wir also im Prinzip nochmal austauschen. Wenigstens macht Coopers Angriff hier Schaden. Den benutzen wir jetzt auch einfach mal weiter. Ja, sieh mal einer an, das fluppt. Jo, nu? Ja, machen wir mal jetzt einen Hammerangriff. Jetzt müsste der aber ein bisschen Schaden machen eigentlich. Oh, 3! Hätte ich wahrscheinlich regulär einen Schaden gemacht. Apropos regulärer Schaden, gehen wir mal auf Gumbario. Aber nicht um Schaden zu machen, sondern ich will vielleicht mal irgendwie diese Kanonen hier scannen. Und vielleicht auch mal so einen Kugelwilli. Wir können uns mal wieder so eine kleine Beschreibung durchlesen, finde ich. Haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Also hier, scan mal. Ja, nicht Kopfnuss, scannen. Das ist ein Kugelwilli, ein Kamikaze-Pilot. Wenn du Kugelwillis nicht schnell genug ausschaltest, rammen sie dich und explodieren. KP 2, Angriff 2, Verteidigung 0. Ich meine es ernst, Mario. Diese Kerle können uns ganz schön zusetzen. Wir müssen sie besiegen, bevor sie eine Chance haben, uns zu treffen. Okay, versuchen wir das mal. Oh, die heulen vor allen Dingen in der Animation, so die kleinen Kerle. Das ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen. Die haben so kleine Tränen im Auge. Wenn die besiegt werden, die Kugelwillis. So ein bisschen tun sie mir ja schon leid, ne? Die können ja eigentlich gar nicht dafür. Die sind ja hier auch nur so von Karren gespannt worden eigentlich. Naja. So, den Willy Blaster scannen wir auch noch. Das ist ein Willy Blaster. Es handelt sich dabei um Kanonen, die Kugelwillis abschießen. KP 4, Angriff 0, Verteidigung 1. Sie werden uns nicht direkt angreifen, aber sie werden nicht aufhören, Kugelwillis auf uns abzufeuern. Es wäre effizient, sie alle gleichzeitig anzugreifen. Du kannst sie aber auch nacheinander bekämpfen. Dankeschön. Also ein kleiner Gastauftritt von unserem Freund Gumbario. Ja, komm, lass hier mal eine Kopfnuss machen. Schauen wir mal, ob das Schaden macht. Nein, kein Schaden. Gibt's doch gar nicht. Diese Kanonen, ey, die sind aber auch ganz schön powerful. Ja, du bringst mir jetzt leider gar nichts, mein Kleiner. Aber machen wir mal Mitglied wechseln. Wir wechseln mal auf Cooper. Ich hätte auch mal mit Bombett angreifen können. Wäre vielleicht auch gar keine so schlechte Idee gewesen. Naja. Das ist eigentlich so meine Lieblingsattacke. Das ist halt mega gut zum Farmen von Erfahrungspunkten und so, weil man damit halt immer so Gegnergruppen auf einmal töten kann. 16 Sternchenpunkte haben wir bekommen. Das ist ja schon mal was. Jo. Jetzt wechseln wir hier aber mal auf Bombette. Heilen uns, speichern und dann gehen wir mal da oben rein. Und da müsste dann der Boss auf uns warten. Ah, wie schon gesagt, also ich habe es auch schon mal geletsplayt, beziehungsweise mal angefangen, so 2-3 Parts irgendwie aufgenommen. Ich weiß nicht mehr so hundertprozentig, was passiert. Mein eigentlicher Playthrough von Paper Mario, der ist echt schon, ach, weiß ich nicht, Jahre her. 10 Jahre, 12 Jahre oder so. Also von daher, ich erinnere mich tatsächlich auch einfach nicht mehr an alles. Seid ihr bereit? Hey, Melanzano, was machst du denn? Beeil dich, Mann, schwing die Hufe. Au, mein Panzer, geh runter. Warte, warte mal. Wow. Oh, beim Bart des Citronello, was machst du da? Das sieht total bescheuert aus.
Okay, warte. Okay, ich bin bereit, Pomodoro. Endlich. Los geht's. Und seht immer cool aus bei allem, was ihr tut, Jungs. Jaha. Oh nein, das gibt's doch gar nicht. Ein Fake Bowser. Gahaha, ich habe schon auf dich gewartet, Mario. Ich bin der Stärkste und Coolste. Sieh die Macht des großen, bösen König Bowser, der definitiv keine Nachbildung des großen, bösen König Bowser ist, sondern definitiv der echte, kleine Anmerkung, der Koopa-Brüder. Es ist Zeit, deine närrischen Ideen aus dir herauszuprügeln, Prinzessin Peach retten. Oh, ich bitte dich, pass auf und weine. Oh nö, der ist ja echt schon ganz schön beeindruckend, der Kerl. Also da haben sie sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Tjo, was machen wir denn jetzt mit dem? Erstmal springe ich jetzt mal auf den drauf. Nein, kein Schaden! Bowser, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen steht da übrigens. Wir probieren einfach mal, die wegzusprengen. Na, sieh mal einen an, das hat Damage gemacht. Nein! Ach, wobei, ein Schadenspunkt nur. Ich bin unbesiegbar. Du bist machtlos gegen mich. Erwischt dich aber. Wie sieht's mit dem Hammerangriff aus? Oh, der Hammer macht auf jeden Fall Schaden. Und der Body Slam hier? Okay, der macht keinen. Vielleicht sollten wir mal die Figur hier auch scannen. Was ist los mit dir? Das macht ja gar keinen Spaß. Du kannst mich nicht mal ankratzen. Ja komm, vielleicht hat ja irgendwie Gumbario was Interessantes zu erzählen. Der kriegt heute mal ein bisschen was zu tun hier. So, wir powern mal eben unseren Schlag hoch. Vorhin noch gesagt, dass der Orden nicht so praktisch ist. Jetzt ist er plötzlich doch. Jetzt nutzen wir ihn auf jeden Fall. Du Schwächling, ich kann nicht aufhören zu lachen. Hehehe, Mario denkt wirklich, dass wir König Bowser sind. Psst, Mario könnte uns hören. Nee, das denke ich gar nicht, ihr Frösche. Jo, hier, scan mal. Bowser? Er sieht ein bisschen lahm aus. Ich meine, lahm ist er sowieso, aber... KP 10, Angriff 1, Verteidigung 1. Sieht Bowser wirklich so aus? Ich habe ihn viel furchterregender in Erinnerung. Aber wir haben aber schon ziemlich viel Schaden gemacht, wollte ich gerade sagen. Er hat nur noch 5 AP übrig. Oh, was? 2 nur noch? Haha, du bist vielleicht lahm. Bist du immer so schwach? Der nächste Teil sollte heißen Paper Bowser. Pomodoro, wir haben hier Risse an Stellen, wo nicht mal Stellen sind. Vergiss das mal. Mario macht's nicht mehr lange. Los, auf ihn. Das wüsste ich aber. So, ein Schadenspunkt. Futtern sie noch, dann sind sie auch kaputt, beziehungsweise diese Apparatur zumindest. Ich wechsle mal auf vom Bett rüber. Ach, Action-Kommando, warum? Was ist los mit dir? Das macht ja gar keinen Spaß. Du kannst mich nicht mal ankratzen. Das stimmt doch gar nicht. Natürlich kratze ich dich an die ganze Zeit schon, du Frosch. Oder ihr Frösche. So, das war's. Oh nein, das Kostüm war perfekt. Bowser hat es so gefallen. Da sind sie, die Koopa-Brüder. Jetzt kommen die Koopa-Brüder. Boah, mega die geile Musik. Oh nö, was? Okay, Mario, koste hiervon. Okay. Ach, vielleicht scanne ich die doch nochmal eben. Wechsel noch einmal zurück auf Mario. Auf Gumbario, meine ich. Unsere Spezialität, Super Wirbelattacke. Boah, was? 4 Schaden macht das? 4? Was ist das denn für eine Attacke? Ja komm, hier, scan die mal. Die Koopa-Brüder haben einen Koopa-Turm geformt. KP, Angriff, Verteidigung,
Ich bin mir da ehrlicherweise nicht sicher, Mario. Solange sie in dieser Form sind, können sie eine Wirbelattacke ausführen. Schlag sie mit dem Hammer, damit sie aus dem Gleichgewicht kommen. Danach wird jeder Angriff sie umwerfen. Setzt du eine Explosionsattacke ein, kannst du sie alle gleichzeitig zum Fall bringen. Der Kampf ist so gut wie gewonnen, wenn du sie aufs Kreuz legst. Knöpfe dir einen nach dem anderen vor. Ah, schau mal eine an. Funktioniert das denn auch mit dem Pow-Block? Ah, zumindest sind sie angeschlagen. Wow, wir kippen. Okay. Boah, nochmal vier. Das ist aber schwierig, da auszuweichen. Keine Sorge, wir heilen uns gleich mal eben zwischendurch. So, hier, du wechselst jetzt erstmal zu Bombette. Die kann ja explodieren, das dürfte mir hier schon mal massiv helfen. Und Mario, du benutzt jetzt einfach mal hier so einen Superpilz. Dann heilen wir uns jetzt nämlich einmal zwischendurch. Oh, ist ja voll der epische Kampf hier. Ja, die machen jetzt die ganze Zeit ihre Wirbelattacke. Boah, wie soll man denn da verteidigen? Das ist so schwer, da im richtigen Moment den A-Knopf zu drücken. Naja. So, hier, explodiere. Boah, das hat funktioniert. Sie liegen alle auf dem Rücken. Okay, was machen wir jetzt? Hier, Donnerblitz. Ach, das war's schon. Einer ist schon kaputt. Okay. Wie wär's denn hier mit Powerhüpfer? Ah, drei Schaden. Dreimal habe ich getroffen. Komm hier, du machst einen Body Slam macht natürlich Bombette. Einen Bombetto-Slam. Ja, die hinteren sind wieder aufgestanden. So ein lustiger Kampf, das ist echt cool. Jo, hier, explodier mal. Boah, vier Schaden. Bombette ist ja mega gut. Ach, jetzt machen die das nochmal. Die sind jetzt aber nur noch zu zweit. Ja, ich krieg's weiterhin irgendwie nicht hin, diese Attacke zu verteidigen. Egal. So, komm schon, Bombette, mach mal hier. Ah, nee, Bombe kann ich gar nicht mehr. Wirft der Buddy Slam die denn auch um? Ah, der bringt die auch ins Taumeln. Uah, wir kippen. Da, 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 down. Wir kippen. So. Alle Stefan Raab-Fans da draußen. Jetzt sind sie umgekippt. Dann greifen wir doch hier einfach mal den nächsten an, nämlich Melanzano. Der kleine Italiener. Das war's schon mit ihm. Der letzte kriegt jetzt einen Body Slam hier ab. Und so viel dürfte der doch jetzt auch nicht mehr aushalten, oder? Ja, der liegt immer noch auf dem Rücken. Nee, er ist wieder aufgestanden. So ein frecher Bursche. Komm schon. Boah, der Body Slam, der müsste es jetzt aber erledigen. Ich denke mal, das war's dann danach. Boah, die Musik, die ist so geil, die im Hintergrund läuft. So, und das war's. Wir haben 32 Sternpunkte bekommen und die Koopa-Brüder besiegt, Leute. Wow. Sie sind in ihrem eigenen Gefängnis gefangen. Hallo, lasst uns hier raus. Man beachte übrigens, dass in dem Bowser-Kostüm Bild von Peach drin war. Mega, mega cool. Das ist einer der hohen Sterne! Yes! Oh, deswegen waren wir überhaupt erst hier. Also... Das ist der alte Greisstern, glaube ich. Mit dem Schnauzi. Nicht Mauzi, sondern Schnauzi. Und damit... Ach, wundervoll! Haben wir das Kapitel beendet! Das erste Kapitel! So besiegten Mario und seine Freunde die Koopa-Brüder und retteten einen der edlen Sterne.
Doch noch immer werden 6 der Sterne vermisst und warten voller Hoffnung auf ihre Rettung. Die Zukunft des gesamten Königreiches, des Sternenhafens und natürlich der Prinzessin liegen in den Händen von Mario und seiner neuen Freunde. Das Abenteuer hat gerade erst begonnen. Ach, wie schön! Es war ein toller Kampf, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich frage mich, was Mario wohl gerade macht. Ob er vielleicht verletzt ist? Ich mache mir solche Sorgen um ihn. Es geht ihm sicher gut, Prinzessin. Ich wette, er ist gerade dabei, die Sterne zu retten. Ja, da hast du recht, Twink. Ich muss stark sein. Ich muss mich darauf konzentrieren, einen Weg hier herauszufinden. Aber vor der Tür stehen jede Menge Wachen. Und du kannst unmöglich durch das Fenster entkommen. Oh, warte eine Minute. Ich erinnere mich, dass mir der Minister gesagt hat, es gäbe in diesem Raum einen Geheimweg. Twink, hilf mir, danach zu suchen. Cool, tolle Idee. Nice, wir dürfen als Prinzessin Peach spielen. Paper Peach. Tjo, in dem Raum waren wir ja schon mal ganz am Anfang. Wenn ihr euch erinnert, als wir das Schloss durchforstet haben. Oh, ein Foto von Mario. Sieh da nicht hin. So viele Kleider. Und doch sieht eines aus wie das andere. Die sind nicht alle gleich. Das Design unterscheidet sich von Stück zu Stück. Und sie sind sehr modisch. Oh, sieh doch. Da ist etwas hinter diesem Bild. Zufälligerweise ein Schalter, wenn er versteckt wurde. Blub. Ja, cool. Jetzt können wir diesen Raum verlassen. Aha. Oh, die Zwischenwände. Übrigens, schöne Lichteffekte. Sieht echt sehr, sehr schön aus. Sag mal hier. Oh. Wo sind wir? Ah, das ist der Besprechungsraum, ne? Schau mal hier. Hey, sieh dir das an. Es scheint, als hätte jemand sein Tagebuch hier liegen gelassen. Sollen wir es lesen? Ja, Siggi. Oh, solche Dinge tust du wohl gerne, was? Aber ganz leise. Okay, mal sehen. Turk 0, Monat Sternchen. Sonnig. Heute bin ich zum Sternhafen gegangen und habe dort den Sternstab gestohlen. Jetzt bin ich unbesiegbar. Cool. Ich habe auch die 7 hohen Sterne entführt. Jetzt können sie nicht mehr dazwischen funken. Es war ein harter Tag und ich bin ziemlich erledigt. Das Abendessen war ganz nett, aber ein bisschen fade. Ich glaube, ich kenne die Person, die das geschrieben hat. Sollen wir weiterlesen? Ja, sicher. Okay, machen wir weiter. Tag 0x, Monat Sternchen, wolkig dann sonnig. Liebes Tagebuch, heute war ein großer Tag. Ich habe meine Festung dazu benutzt, den Pilzpalast in den Himmel zu heben. Dann bin ich in den Palast eingedrungen und habe Mario verdroschen. Ja, ich weiß, unglaublich, aber lustig. Und es kommt noch besser. Danach habe ich Prinzessin Peach entführt. Ich konnte nicht glücklicher sein. Ich hoffe, sie mag mich. Oh. Ich glaube, ich weiß, von wem das Tagebuch ist. Prinzessin Peach, das ist Bowsers Tagebuch. Igidigidigid, was soll man machen? Soll man weiterlesen? Ja, sicher. Tag XX, Monat Sternchen, sonnig. Nun, die Koopa-Brüder sind von Mario besiegt worden. Er hat sogar den blöden Stern befreit, den ich dort gefangen hielt. Ach, ich bin so sauer, dass ich kaum schreiben kann. Oh, ich bin Mario, ich bin so groß und stark und gut und hilfsbereit. Bäh, 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 bäh. Ich hasse ihn, aber ich mache mir trotzdem keine Sorgen. Auf keinen Fall kann Mario den Stern in staubtrockenen Ruinen retten. Um das zu tun, müsste er zuerst das Geheimnis der Wüste lösen und die Ruinen in der staubtrockenen Wüste finden. Er weiß ja nicht mal, wie man in die Wüste gelangt. Deshalb mache ich mir keine Sorgen. Ich bin jetzt sogar so ruhig, dass ich jetzt ins Bett gehe. Sehr angenehm vorgetragen. Mein kleiner Twink, hast du schön vorgelesen. Die staubtrockenen Ruinen sind inmitten der staubtrockenen Wüste. Einer der edlen Sterne wird dort gefangen gehalten. Twink, glaubst du, du kannst Mario finden und ihm das mitteilen? Ja, natürlich, Prinzessin Peach. Ich mache mich sofort auf die Suche. Ha? Oh, da haben wir den Autor.
Oh nein, ich fasse es nicht. Ich habe mein geheimes Tagebuch offen liegen lassen. Es wäre mir furchtbar peinlich, wenn es jemand lesen würde. Und, was? Was hat denn die Prinzessin hier zu suchen? Ah, ihr Bösartiges, ihr habt mein Tagebuch gelesen. König Bowser, gibt es ein Problem? Ihr seid die schlechtesten Wachen aller Zeiten, ernsthaft, Jungs. Bringt die Prinzessin sofort zurück auf ihr Zimmer. Jawohl, Sir, auf der Stelle. Vergebt uns, Sir. Die wird echt hochgehoben einfach. Nein, lasst mich runter. Och, der kleine Twink. Mario, ich weiß, dass du es schaffst, alle hohen Sterne zu retten. Aus dem tiefsten Grunde meines leuchtenden Herzens spreche ich dir meinen Dank aus. Jetzt, wo du mich aus meinem Gefängnis befreit hast, ist auch das Siegel, welches meine Macht unter Verschluss hielt, zerbrochen. Schon bald werde ich wieder voll bei Kräften sein. Solange auch nur ein Funken Kraft in mir verbleibt, werde ich dir stets helfen. Mario kann nun die Sternenkraft im Kampf einsetzen. Um eine Sternenkraft einzusetzen, benötigst du Sternenenergie. Möchtest du, dass ich dir den Einsatz von Sternenkräften und Sternenenergie erkläre? Nö. Ich will dir raten, es dir anzuhören. Es ist sehr wichtig. Nö. Nun gut, wie du wünschst. Mario, hör gut zu. Du musst die anderen hohen Sterne so schnell wie möglich retten. Wenn wir sieben wieder zusammen sind, können wir dir eine Sternenkraft namens Sternenstrahl leihen. Der Sternenstrahl ist die einzige Möglichkeit, gegen die Kraft des Sternenstabs zu bestehen. Ich muss nun zurück zum Sternenhafen. Ich muss sofort aufbrechen, doch ich werde stets über dich wachen. Rette uns, Mario! Schwing! Und weg ist er, der alte Kerl. Ja, das mit der Sternenkraft, das schauen wir uns noch an, keine Sorge. Beziehungsweise ist es hier im Menü aufgeführt. Steht das hier dabei? Ja, doch, da steht unten, was die Fähigkeit des Sterns ist. Seine Kraft, die Erfrischung, regeneriert jeweils 5 KP und BP. Das ist eben einfach eine Fähigkeit, die man im Kampf einsetzen kann. Oben unterhalb unseres Herzchens, also unterhalb unserer HP-Leiste oder KP-Leiste, sieht man auch, dass wir diese Sternfähigkeit aktuell einsetzen können. Aber wie schon gesagt, das schauen wir uns am besten mal im Kampf an. Jo, erstmal hier heilen. Was haben wir hier vorne? Aha. Da haben wir eine Röhre. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir in die Röhre direkt reingehen. Haben wir hier noch irgendwas anderes, was wir sprengen können? Bin mir gerade nicht mehr sicher, ob hier noch irgendwo was war. Nee, okay, hier war nichts mehr. Ich wollte jetzt nur nicht dran vorbeilaufen. Ich meine, man kann jederzeit zurückkehren. Also ist jetzt nicht das Problem, hier nochmal irgendwie was zu suchen oder so. Dachte nur, wir machen das einfach mal. Haben wir denn hier noch irgendwas, was wir vergessen haben, was wir jetzt... Beziehungsweise haben wir irgendwas, was wir jetzt erreichen können? Ansonsten, wenn nicht, dann werden wir natürlich... Selbstverständlich... in die Röhre gehen und dann eben zurück in die Hauptstadt, also nach Toad Town. Wohin auch sonst? So, machen wir mal Powerhüpfer. Ach ja, ich weiß. Ich sollte es eigentlich nicht benutzen. Bei den Koopas. Irgendwann merke ich es mir vielleicht auch mal. Wenigstens konnte ich jetzt mal ein bisschen das Action-Kommando nochmal üben. Allgemein habe ich das Gefühl, ich bin schon besser geworden bei dem Action-Kommando. Also so insgesamt läuft's. Für die Kämpfe wechseln wir vielleicht einmal nochmal auf Kopernikus. Hier ist übrigens, genau, stimmt, wir können es jetzt eigentlich mal zeigen. Hier ist jetzt übrigens dieses Sternemenü aufgetaucht. Und hier können wir jetzt diese Erfrischung benutzen. Die kostet einen Stern Energie. Und da oben seht ihr dieser Strich, das ist ein Stern Energie. Und das müssen wir auffüllen. Heißt, wenn wir das jetzt benutzt haben, dann wird die Sternenleiste da oben leer. Das machen wir vielleicht auch einfach mal.
Ah, das ist also unsere Sternenfähigkeit? Dann ist der Kampf hier nicht ganz so nutzlos, wenn ich die mal einsetze. Einfach, dass ihr es mal gesehen habt. Jetzt haben wir uns geheilt. Ihr seht da oben, die Leiste ist leer. Und die können wir wieder aufladen, wenn wir uns fokussieren. Ja, und das macht man hier mit diesem Fokus. Lädt verbrauchte Sternenergie wieder auf. Jo, und dann kriegt man so ein paar Pünktchen dazu. Die Sternenergie lädt sich ein wenig auf. Ja, und wenn das voll aufgeladen ist, also dieses kleine Sternchen da oben, das Ausgegraute erreicht hat, dann kann man eben eine Sternenergie einsetzen. Und für jeden Stern, den wir im Spielverlauf finden, kriegen wir eben einen zusätzlichen Sternenergiepunkt da oben, den wir dann dementsprechend eben aufladen können. Und ja, die Energie, die können wir dann verwenden für diese Sternenattacken. Die späteren kosten auch, glaube ich, nicht mehr eine Sternenergie, sondern eben zwei oder drei. Ist immer ein bisschen unterschiedlich. Das wäre auch das gewesen, was uns der alte Knacker, glaube ich, erzählt hätte. Also keine Sorge. Hab da vorhin nichts Wichtiges übersprungen. So. Das war es jetzt aber mit dem Kampf. Jetzt wisst ihr auch, wie die Sternenergie funktioniert. Aber deswegen bin ich ursprünglich ja gar nicht hier lang gelaufen, sondern wollte wissen, ob hier vorne jetzt noch irgendwas war, was wir letztes Mal nicht erreichen konnten. Nee, ich glaube, hier gibt's nichts. Okay. Warum ich das jetzt kontrolliert habe, ich habe mich ehrlicherweise nicht mehr dran erinnert. Und als wir Cooper bekommen haben, dann hatten wir auf der Strecke Richtung Cooperheim, also als wir Cooper noch nicht hatten, hatten wir auf der Strecke Richtung Cooperheim ja einen Gegenstand, den wir nur mit Cooper einsammeln konnten. Und ich dachte jetzt, bei Bombett wäre das dasselbe. Also, dass man bei der Strecke hierher quasi was für Bombett auch hätte. Sag mal hier. Oh, toll, der fliegt mal wieder runter. Na super. Jetzt für ein Quatsch. So, wo kommen wir denn jetzt hin eigentlich? Ach, zu einer Schatztruhe. Den BP-Plus-Ordner mal erhalten. Erhöht die Gesamt-BP um 5. Ist gar nicht mehr so schlecht. Wie kostet der denn? Ach, auch 3. Boah, diese Ohren, die sind so teuer. Mann, 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 Mann. Naja, dann müssen wir, schätze ich mal, jetzt doch zurücklaufen. Nach Cooper, nach Toadtown. Bin halt ursprünglich davon ausgegangen, dass diese Röhre einen hier irgendwie nach Toadtown zurückbringt oder so. Scheint ja jetzt nicht der Fall zu sein. Ah! Und wir fliehen jetzt einfach mal. Haben wir auch noch nie gemacht, ne? Da muss man ganz schnell den A-Knopf drücken. Und wenn man das macht, dann kann man hier abhauen. Und während man flieht, verliert man hier immer ganz viele Münzen. Nein, ich bin jetzt direkt wieder in den Gegner reingelaufen. Das gibt's doch nicht. Ach, wie ärgerlich. Na komm, wir fliehen nochmal. Ich wollte eigentlich meine Münzen wieder aufsammeln. Genau, also wenn man flieht, dann muss man ganz schnell den A-Knopf drücken. Und dann erhöht sich diese Leiste. Die Münzen lasse ich jetzt einfach liegen, ist mir nicht so wichtig. Dann erhöht sich diese Leiste und wenn der Pfeil, der sich oben bewegt, auf der Leiste stehen bleibt, dann kann man eben abhauen. Ist einfach so ein kleines, ja, so ein kleines Action-Minigame. So. Also ganz lang ist der Weg ja eigentlich nach Toadtown auch gar nicht. Allgemein halten sich die Laufwege hier schon eher in Grenzen. So, hatten wir das hier schon geholt? Nee, noch nicht. Das ist aber die Stelle, die ich vorhin meinte. Also hier haben wir eben eine Geschichte, die wir nur mit Cooper holen können. Und ein Pendant dazu habe ich eben auch zu Bombett erwartet. Naja. Oh, war es das mal langsam mit unserem Arsch? Jetzt müssten wir aber langsam mal wieder hier in Toadtown angekommen sein. Wo ist denn Toadtown? Keine Bewegung, Mario. Auf dich habe ich gewartet. Ach, das gibt's doch gar nicht. Wer ist denn da? Ich habe dir doch gesagt, dass wir uns wiedersehen werden. Jetzt bekomme ich meine Rache. Los geht's, Baby. Pass gut auf. Wow. Och nein, der Kleine. Wie süß. Mario, ich rede mit dir. Ich verspreche dir, dass dieser Kampf gänzlich anders als der letzte verlaufen wird.
Wer ist denn diese Eierschale? Was für ein komischer Knirps. Schnauze! Du, Mario, du erinnerst dich doch an mich. Nein. Was? Verdammt, du erinnerst dich nicht? Hör zu, du kleine Ratte. Mein Name ist Junior Trooper. Merk ihn dir und erzittere. Denn wenn ich mit dir fertig bin, wirst du ihn garantiert nicht mehr vergessen. Da ist er also wieder, der kleine Junior Trooper, unser Erzfeind. Aus dem Prolog. Bereite dich auf den Schmerz vor, Mario. Ich zeige dir, was ich gerade erst gelernt habe. Also er wird uns zeigen, was seine neue Fähigkeit ist. Und wir, liebe Leute, schauen uns die Fähigkeit an, aber erst im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte das so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen. Bis zum nächsten Part von Paper Mario, wo es direkt losgeht mit dem Kampf gegen den epischen Erzfeind Junior Trooper. Also macht's gut, euer Huxel. Ciao.